Leute, willkommen zurück bei Thank Goodness You're Here. Und bei Sam's Hams sind wir letztes Mal stehen geblieben. Den Qualitätsladen, den es schon seit 1914 gibt. Und wir brauchen vielleicht schon den Pastetenmann. Da mal reinspaziert in die gute Stube. Well, well. I never thought I'd see the day where the big man would come to me for his meat. Come up here and have a do on this thing. Oh, ganz neue Welt, Leute, die es hier auftut. Die schöne Fleischwelt. Für mich als Vegetarier natürlich ein ganz besonders großer Spaß. Das Würstchen und andere Würstchen. Und was haben die Leute geraucht, wenn sie das hier entwickelt haben? Was sind das? Ist das ein Hackbällchenball? Baum? One dark winter's night, my father brought me and my sisters a lamb each, and but a single sheep knife between us. Mine, the run to the litter, jolted as I made the cut. It bleated and bled for a fortnight, and I wept. Oh, okay. Ja, wegen solchen Sachen, Leute, bin ich mir ja gut. Die Horrorwelt hier, ne? Zählt er uns jetzt auch was? Und den Weiterschlagen? Gott, wo geht das so los, Alter? Hier ist so ein paar Burger-Patties. You know how glue is made? I do. I found out when I was only 7 years old. After my mom went lame. Father took it at Knackers that very same evening. And I wept. Das ist echt ein bisschen... So wie die Realität ist. Dark. Was? Es ist nicht viel größer, wenn man das schon hier. When I was scarcely 3 years old, my father mistaking me for a small cut of venison, hung me out in smokehouse. It was nearly day dangling all the embers before my sisters found me. By then I was already stricken with a black lung. The doctor said I shan't likely see my 12th summer. And I wept. Jesus fucking Christ. Seht ihr mir alle aus? Seid ihr hier so ein Ensemble? Was ist dieses Spiel? Aber eine ganz neue Tonalität. Okay, wir prügeln hier einfach alles, was hier denn ist. Mit allem interagieren, mit dem man interagieren kann, oder? Das, kann man das hier noch weiter? Naja, das sind immer Knochen, da geht nichts. Das hier sieht noch so aus, als wären wir hier noch nicht fertig mit dem. Ah, hier kommen alle Elemente zusammen, oder? Da fehlt aber noch was da rechts, würde ich sagen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das hier? Ah, wir müssen alles in den großen Fleischromator reinkugeln, ne? Der will nicht. Reicht das schon? Ist es das? Ich will hier raus, ich will hier wirklich raus. Raus, nicht weiter rein. Oh, excellent work, lad. A fine cut indeed. Ah, oh, Leute, jetzt so ein schöner Grillabend, was? Quite the pie, I'll tell thee now. Now, I suppose all we need to do is... What? I've forgotten the most important ingredient. Pie mix. Here we are, I'm sure there's the number in here somewhere. Ah, here it is. Pastry Pete's Premium Mixture Company Pie Mixture Delivery for Pies.biz. Pastry Pete's Premium Mixture Company, Pie Mixture Delivery for Pies.biz. Horrible raw. All right, lad. The number Alter, is... Bist du? Oh. One. Two. Another two. Six. Hello, this is Pastry Pete's Premium Pastry Mixture. Colin, is that you? Oh, hello, Mr. Ron. Yeah, Pastry Pete's off today. It's
took Auntie Margaret down to Guernsey. So you've forgotten my pie mix, then? Oh, no! I'm ever so sorry, Mr. Ron. My memory's not been so good since my mum put me back on the Bismuth. Well, you better bring us three big mix boxes post-haste! Yes, I'll be right over. Is this the Wishmob-Typ? Oh, there you are! Yeah, it's here you go, Mr. Ron. I came as fast as I could. Ooh, blurring. What the? Oh. Oh, hello, Colin. I had no idea you were in the pie industry. Ich muss sagen, ganz kurz, Oh, yes. I've always wanted to work with Grubs. Nein, nicht persönlich. You're looking extra sweaty. Ich habe mein Mitwohner gerade auch gehört im Hintergrund, aber... Thanks. It's actually butter. Slippy. Super slippy. You should see me get down a ginnel. I'm like a whippet. I love whippets. Really? They're skinny. The doctor says we've got a very similar bone structure. It suits you. God. My dentist says I've got the teeth of a Springer Spaniel. Maybe we should, I don't know, go to the hygienist together sometime. Oh, to Colin. Ooh, Florence. Oh, God. Florence. Ooh. Ooh. Ooh, okay, wir hätten die schon die ganze Zeit arbeiten können. Ich will aber nicht mit in den Ofen. Florin. Nein, nicht ich. Florin. Wir haben jetzt so eine Pastete. Oh, Colin. Florin. Oh, oh, oh. Florin. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Es ist totally normal. So werden Pasteten gemacht. It doesn't matter now, Florence. Enough for everyone. Send down to Big Ron, where we've made our biggest pie yet! Oh yeah. Big Ron, how big is the pie? It's a pie so big, you could feed a family of five for 40 years, and you'd still have enough for supper. It's a pie so big, you'd get lost. Hm? That's the große Antagonist. I was a small toy. A pie so big that I feel as if I have been fighting. Now, look, I know you've told me before, but why can't you just, well, you know, make your pies a bit bigger? Uh-oh. Das nenne ich mal eine ordentliche Pastete. Auf jeden Fall, was macht er eigentlich selber, ne? Der hat eigentlich die ganze Mischung einfach nur bestellt. Aber Florence und, wie ist der? Der andere Typ? Nettes Pärchen. Nett. Jetzt gucken wir uns hier mal um. New Market coming soon. Okay, das ist noch zu früh wahrscheinlich für uns. Market Street. Okay, der ist beschäftigt. Die kennen wir doch schon, oder? Wo kann man da nochmal hin? Muss man da was hinschieben? Irgendwann? Okay, gerade nicht. Gucken wir es mal. Ich weiß, dass der eine noch immer an seiner riesen Tomate arbeitet. Tipped off that someone's selling counterfeit goods here at the market. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann nicht schlagen. Die Leute essen nicht richtig gesund, das finde ich gut. It's the meat and the bun of the burger that I enjoy. Oh, den können wir mal wieder ärgern. Oh, my weenie sausage meal. Der hat immer was anderes, ne? Der flixt. Hier sind bestimmt die Rattos. So, what's next? Six down starts with a D. Liquid refreshments. Da. Ja, was ist es? Dembi Dale. Ah, ich hätte es auch gewusst.
Oh, der hat er noch nicht offen, oder? Er ist beschäftigt. Big Runs, Big Lies, oder das ist ein Konflikt. Ich glaube, den haben wir gerade nicht zuletzt. Was machen wir jetzt? Da gucken wir nämlich in diesen Park. Hier war zu. What's he doing in there? Shouting. Rocks Vacuum, das kennen wir noch nicht. Hey, your head down, lad. He's gone bonkers. Rog, relax yourself. You're making a mess of the place. Get out! What the devil's got an ill to you, man? I never even mentioned your massive head. Yeah, it isn't massive. For crying out loud, Rog, there's no shame in it. He's gone as mad as a vampire on Monday morning. Grab us a sack of that brown and let's get the hell out of here. Was passiert mit mir? Ach, I'm sorry, Mr. Peelings. We did everything we could. Horses are red, violets are blue, Roger's got a big head and he's a massive villain. Was reimt sich nicht mal? Hurry up, Peelings, that pole isn't gonna pay itself. Sorry, mister. It's company policy. Aww. Never mind them, love. I lied you. I can't keep pretending anymore, Roger. Oh no! Just too big. Oh god, it's really tall. It's just too big. Too big. That won't fit. No. Extra, extra large. Too big. This is a family restaurant. Too big. Too big. It's just too big. 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 Just be fair. Können wir was machen, Leute? I'll see you next week. Können wir hier irgendwie helfen, oder? Hauen wir jetzt einfach ab. Okay, wir hauen einfach ab. Oh, das ist doch traurig. Okay, da haben wir doch noch eine Aufgabe, glaube ich. Da müssen wir nochmal ran. Ist hier irgendwie mehr Dreck als vorher? Das ist das, das ist das. Ja, wo ist eigentlich dieser Sam? Sam, war der nicht hier eigentlich gerade gewesen? Warte, wo sind wir gerade? Hier ist der Pastetenmann, oder? Ich muss mir kurz Übersicht verschaffen, wo wir sind. Ich meine, jetzt, wir laufen einfach. Hoch. Ach, die Geschichte gibt's auch noch. Was ist hier los? I've never liked to look a clock in the face. Aha! What painted on. Aha, das ist neu. Halt sie den Dieb! Okay. I'm gonna be pinched. Hear my breath. Bring me beans or bring me death. Beans. Okay, jetzt kann ich hier hoch, okay. Man muss einfach nur für Progress sorgen, in welche Richtung auch immer. Entschuldigung. Excuse me, young man. Get off my soiled clothes. Oh, well. I'm trying to sleep over here in my old-fashioned nightcap. Nein! This is a jump and run. Entschuldigung. Warte mal, aber ich kann. Muss ich hier. The beans are on the windowsill. Ah, bring me beans! Der Typ dort. Da, jetzt kommen wir hier rein. Wollen wir das? Oh, nett hat das hier. Zum Glück, ja? I'm Wiggity Beantin. Hey, my plea. I summon my six gulls back to me. That didn't work. Go find them. Möwen.
meine, jetzt will es vielleicht auch nicht hinterfragen, aber ich finde, das hat schon. Also die Story mit dem Kopf, das fand ich toll. Das ist schon ein bisschen. Nur noch zwei Betten. Oh, Möwen. Nee, nicht abholen. Muss der Möwe hinterher? Ja. So einfach. Und das ist wieder eine komplexe Aufgabe. Und was dann noch wer? Und warum? Und warum tun wir es eigentlich? So, das ist dein Möwe. Work. Bring me the rest of them. Oh, ich bin sehr, sehr, sehr weh. The rest of them. Mehr Möwen. Oben oder unten? Komm ich hier unten ein bisschen? Ja. Ich glaube unten, oder? Big Pie. Dear, oh dear, young lad. Looks like we just missed him by a truncheon's breadth. Fliegt der jetzt da hin? Ich will gehen mal davon aus, dass ich einfach nur die Möwen finden muss, oder? Such die Möwen. Ich weiß, es sind. Also ja, genau, ich gehe davon aus, dass es mehrere sein müssen. Zack. 3 ist eine gute Zahl, würde ich sagen, oder? 3 Möwen, würde ich sagen. So, hier noch so ein Bogen. Ich glaube nicht, dass wir auf einem anderen Bereich sind, oder? Fisch. 3 ist die Zahl. Na, vielleicht auch 4 die Zahl. Seid ihr so, oder? Ne, wir müssen auch nicht drüber reden. Quality Watches. Ich muss übrigens ehrlich sagen, ich verstehe das Konzept von Armbanduhren nicht mehr in Zeiten von Smartphones. Das sieht gut aus, oder? More birds! More birds! Mehr? Brr, müssen wir doch in die anderen Bereiche wahrscheinlich. Wir gucken einmal hier oben noch. Treppe hoch. Das ist ja eigentlich relativ straightforward. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal hoch müssen, aber. Wenn das am Ende quasi der Spot ist, wo wir. Wartet. Okay. Nicht geguckt haben und dann war da eine Möwe. Entschuldigung, was schreibt ihr um die Zeit? Make me ill at ease. Zeigen wir mir Schwindel. Sind die Möwe? Nee, hier drin sind keine Möwe. Oh Gott. Okay, wir müssen uns echt noch kümmern. Das verspreche ich. Das ist ein Ehrenwort. Aber wir sind wirklich keine anderen Möwen mehr, oder? Nicht, dass jetzt. Wir gehen mal hin. Das ist der einzige Weg hier zurück. Gucken, ob es mehr Möwen gibt. Und nicht, dass ich, wenn ich jetzt hier durchgehe, kommt und zurück wieder eigentlich. Nee, warte mal, waren wir schon mal? Haben wir da nicht? Das kommt mir vage bekannt vor. Was konnte man denn hier machen letztes Mal? Dann ist hier doch irgendwo noch eine Möwe, die ich jetzt übersehen habe, oder was? Okay, Augen auf beim Möwenkauf. Ganz, ganz. Ah, Leute in der letzten Ecke, oder was? Die sich dann Burger geholt. So, jetzt aber mehr Möwen ist nicht, oder? Ich werde ja wohl keine 2 Möwen übersehen. Das würde mich ja komplett disqualifizieren eigentlich. Ich freue mich übrigens sehr, denn ich werde nach dieser Folge direkt Olympia gucken. Wer spielt Deutschland, Basketball, gegen Brasilien, die Männer. Excellent work, cabin boy. You retrieve my finest lieutenants. There's a bright future ahead of you on this ship. Aye. Attention! Okay. Ich wollte gerade wirklich salutieren kurz. Oh. Hier sind wir wieder. Ne, sind wir hier? Ist das das? Ja, ne? Ja, jetzt kommen wir wieder. Jetzt sind wir wieder gezapft. Das wird nicht alt für mich. Was ist hier? Was ist das? Hang on a minute.
these coasters are one way. Very strange. Oh, er ist da hinten abgehauen. Können wir da um die Ecke und irgendwie dem hinterher? Kick that. Der ist doch da durchs Fenster gesprungen. Wir wollen doch jetzt hier den Dieb fassen, oder? Aus dem Weg! Soll ich da runterspringen? Warte, ich guck nochmal. Ich kann ja nicht da hinten rein, oder? Das hier. Mache, falle ich nur wieder nach unten. Ich muss mich wieder hochsaugen lassen. Ja, nee, das bringt nichts. Andere Wege gibt's ja hier nicht. Den Weg gibt's. Okay, den Weg gibt es quasi nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, wie oft ich mich hier nur rein. Pinten lassen will, aber ganz ehrlich. Oh, mein schönes Point. Der Gag wird auch nicht angeln. Aber da, wo er jetzt hin ist, komme ich, glaube ich, nicht hin, ne? Hier ist übrigens der Bürgermeister, da wird es wahrscheinlich auch nicht weitergehen. Immer so weit, so korrekt. Vielleicht können wir der jungen Liebe hier noch ein bisschen was... It was fine in the 70s, and it's fine now. Gutes tun. Wie heißt der denn nochmal? So, what's it all about, then? Well, it follows the interpersonal dramas of the street's inhabitants. All of their affairs and betrayals and whatnot. It's very compelling. Not like this shit. Nee, hier war Quatsch, ne? Weil ich es lustig fände, die beiden irgendwie in flagranti irgendwo zu erwischen. Okay. 37 Grad? Immer, wir sind in England, ne? Das ist nicht. Also. Oder ist es ein. Das ist halt was sehr Englisches. Wir würden schon von Celsius ausgehen, oder? Der steht immer noch da. Ich wäre 37 Fahrenheit, würde das mehr Sinn ergeben dann? Meine Erfahrenheit Experience beschränkt sich auf Höchsttemperaturen in Nevada. In Kalifornien. Ich kenne nur Sachen jenseits der 100. Wo geht's denn jetzt weiter, Freunde? Wie kann man denn, muss ich jetzt hier wieder in das Loch oder was? Ja, muss ja, oder? Aber wo komme ich denn dann wieder an? Dann komme ich bei dem Gärtner an, oder? Ja, auf jeden Fall große Vorfreude. Ich bin sehr stark am Olympia gucken, jetzt ist auch Wochenende. Ich nehme es am Freitagabend auf, übrigens, auf den Kontext. Ich vergehe wahrscheinlich Samstag, aber auch schon online. Nebenbei noch ein bisschen Zehnkampf. Ich guck mir alles an. Wie geht's? Sie sind immer nicht fertig. Hurry down along to the brook, before Frank does himself a mischief with my hammer. Okay, zum Bach. Ja, genau, da sind wir hin auf dem Weg. Das, glaube ich, ist so richtig hier. Ah, ne, kommt das noch dazwischen? Muss ich einmal wieder reindenken. Oh. Ah, ja, ja, der gut gepointe. Nee, tut's nicht weiter. Der nächste Zwischenstopp. Oder hier geht's jetzt gleich in diese Gasse. Ah, jetzt sind wir nämlich auf der Seite und jetzt kommt, glaube ich, der Garten, oder? Nee, dahinter kommt der Garten. Ich kenne mich auch so nicht. Hello again. I've got some more sausages and I'm going to cook them through. Das ist der Sausage-Typ. Here we go. Oh. That's alright. Here's the bar. Okay, ich habe vergessen, dass das Dach. Aber hinter dem Dach, da kommt doch jetzt wirklich mal. Und jetzt kommt die Wohnung von dem Typen. Aber hinter der Wohnung ist der Garten und der Bach, oder? Oh, er ist schon richtig. Oh, you little dusty gentleman, you. Ah, ja, das ist schon. Es schluckt den Zorn. Gerade, ja, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Aber er schluckt den Zorn noch hin und her. Was zur Hölle macht. Was ist ihr da? Come on, lad,
jump on. I think I might need a hand finishing her off. Minutes. Steady as you go. Wo bin ich? Warum? Was? Okay, sie finden es irgendwie auch ganz geil. Wir müssen... Oh. Wieder uns abhauen. Jetzt aber mit voll... Nein. Er ist der Gärtner, ne? Und er ist da am Machen. Und die anderen sind auch am Machen. Ah, das ist der Dünger! Ah, das ist der... wir sind im Garten, nur aus einer Perspektive. Ja, das ist eine richtige Powerfrucht hier. My beautiful baby boy. I'm bigger than I thought. Oh. Gott. Cream of the crop. Tja. Nehmt das, ihr Philosophen. Bobby, you old chewstick. You nearly scared me soft. What can I do you for? Sorry to bother you, Herbert. There's been reports of crime in the area. Shit! That's right. Have you seen this criminal at all? Hang on a minute. That's no criminal. That's the honest businessman who sold me this brand new watering can. I'm afraid that's no businessman. That's bootleg Bill. And that's no watering can. That's a watering can. Bugger me, I'll pay 10 bob sterling for that. It happens to the best of us, Herbert. Just last week, he swindled my wife with a wet dream catcher. So keep your eyes peeled. You're on a swivel. And a Johnny on your button. Now I'll need to take this down to the station. Good grief, this town is going to the dogs. You better keep an eye out, lad. Geil, dass wir wissen ja auch nicht mal, was eigentlich unser Termin so richtig ist, ne? Ach, so eine Hütte ist das hier. Ich wollte das Plakat mir noch angucken. Okay. So, wir wollten ja eigentlich zum Bach, ne? Und jetzt wird hier aber der Herr Darkit durch. Ist jetzt hier noch was? Weil hier gab es doch zwei Möglichkeiten. Man kann doch eigentlich... Oh, sind es die zwei? Die eine gute Zeit haben. Okay. Ist die Schneckenfrau. Und hier ist da der Brunnen. Call the fire department. Tell them, old Charlie's got himself stuck in the well again. Genau, aber die sind hier beschäftigt, so deshalb sagt das Spiel, geht wirklich hier durch. Und da sind wir nämlich am Bach, so wie ich es gesagt habe. Are you here to gizzand with fishing? That's bait box over there. Wieder Box. Wo bist du? Muss ich ja neben dir. Do not bash. Na, ihr wisst, was das einem mit der macht, ne? Ah, geht nicht. Sollen wir auf dich aufpassen? Ich weiß nicht mehr. Oh dear, oh dear. This large and flaccid specimen seems to have already discharged. Lawrence, call them. Carrie and call them. Oh. It can only pray that its seeds don't take root. Ah, hier komme ich nicht durch. Was ist hier zu tun? Dich kann ich nicht kaputt machen. Um wen haben wir uns gesorgt? Das. Ah, good idea. You can go in and all. Aha. Ja, hey. Did you see that bird earlier? That's our bird, that is. Ah, Bubba brought it back from Falklands. They couldn't check him through customs, though. Oh, no worries. We'll try again. Was sag ich? War eigentlich weiter unten. Guck mal, was wir uns hier noch gefangen kriegen. Einen Hammer! Ah ja, stimmt, es ging mit dem Hammer. Muss ich denn drunter? Nicht den festhalten. Ah, das ist das erste Mal, dass wir das halten können.
Und wie der Zufall so will, wird es jetzt bei dem Typen. Oh, catch of the day! You've been up to some mischief with us, I'll bet! What are you on about, Jasper? I don't know. Wait till your ma hears about this! I'm taking this back to my toolbox, and I'll see you at the chapel, lad! Jasper, you papa doing me nothing! Oh nein! Wo sind wir? Da sind wir. Können wir ihm noch einen guten Rat geben? Okay. Aber der Typ war eigentlich woanders, oder? Der war doch hinter. And he said, £2.50 for parking. And I said, good God, I'm a duck. Die Bude war doch woanders. Jetzt sind wir. Wo sind wir? Ist es neu? Nee. Okay, ich würde sagen, das ist in irgendeiner Form neu, glaube ich. Deswegen machen wir hier einen Break. Außerdem ist gleich Tip-Off beim Basketball. Das möchte ich mir jetzt angucken. Und ich sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Nummer 4. Like und abonnieren nicht vergessen. Macht's gut. Ciao.